Schönen guten Morgen, Devios hier. Wir sind hier im Porridge und wir hatten jetzt einen kleinen Marktbummel, um ein paar leckere, frische Sachen fürs Frühstück und für das Abendessen zu bekommen. Und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit. Wie man sieht, hier ist schon ordentlich Betrieb. Viele Fahrzeuge sind schon da. Der Parkplatz ist recht voll. Und hier sind wir auch schon am Eingang des Marktes. Wie man sieht, Corona macht auch hier nicht Halt. Hier geht's weiter nur mit Maske. Hier bekommt man alles, was man für den täglichen Bedarf so braucht. Eier, Gemüse, Obst. Hier ist der örtliche Metzger. Die Damen steuern zielstrebig den örtlichen Geflügelhändler an. Wie man sieht, man kriegt nicht nur Geflügel, sondern auch Geflügel in Reihen hier. Alles super frisch. Aber auch TK gibt es hier. Dann bekommt man hier noch Käse, verschiedenste Arten, Blumen und wie gesagt Obst und Gemüse. Wer hier nichts zum Mittag findet, dem kann ich auch nicht helfen. Und natürlich darf auch das nicht fehlen, Olivenöl.
Uns ist heute aber eher nach Fisch, deshalb besuchen wir die Fischhalle. Alles fangfrisch. Und? Wo möchtet ihr kaufen? Sehr ganz so, oder? Ja, sehr ganz so. Und noch 5 und 6 ist dann gerne. Eine Scheibe. Was nehmen wir denn? 2. Oder geben Sie mir 3. Hier bekommt man Scampis, Lachs, Thunfisch, Muscheln, Squids. Fischtechnisch ist eigentlich für jeden was dabei. Die sind besonders gut vom Grill. Muschel? Ja, 3 Kilo. Und Hähnchen habe ich schon. Okay. Muscheln bis 12, Frauen bis Hähnchen. Dann schauen wir jetzt mal meiner Schwiegermutter über die Schulter, wie sie Muscheln kauft. Nein, 90 Kronen. Ja. Das war einfach. Aber wie man mitbekommen hat, man muss keine Scheu haben. Hier wird auch Deutsch gesprochen. Zur Not kann man sich immer noch mit Händen und Füßen verständigen. Oder einem langen Schalt. Oder mit einem langen Schalt, klar. Oder welche Übersetzungs-App man auch gerade bevorzugt. Ich habe auch schon gemacht. Dankeschön. So, für Fleisch und Fisch ist gesorgt. Jetzt gehen wir zu unserer Lieblingsfeuer. Jetzt geht's ans Gemüse. So, dann wollen wir mal schauen, ob unsere Stammbäuerin da ist. Wie man sieht, alles schön verpackt. Erinnert ein bisschen sehr an den Supermarkt, aber hier gibt es die guten Waren. Auch für die, die auf ihre Kartoffeln nicht verzichten wollen. Kartoffeln sind auch erhältlich.
Kürbis, Tomaten, Feigen. Naturgewachsener Brokkoli. Hallo, dann, ciao. Ja, hallo, wie geht's? Sehr gut, und Sie? Sehr gut, auch gut, ja. Ja, auch gut, ja. Wenn du dich noch erinnerst, so, dann schauen wir mal, ob wir Porre kriegen. Ein Schlüsseldienst gibt's hier auch. Da haben wir Porree. Hallo. 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 Ich hätte gern eine Stange Porree. Digga. Yes. Danke. Jedno, zwei, drei. Two. Dobro. Hier wird noch mit klassischen Wagen gearbeitet. Nichts digital. Passt so. Ist okay. Danke. So, Porree haben wir schon mal. Dann gib mir mal Bericht der Stadt. Wie wir sehen, die Damen sind immer noch beschäftigt. Bitte schön, ihr Porree. Ja, danke schön. Tomaten haben wir auch noch ein paar rein zu tun. Es wird nicht ja. Rein. Den Porree mal da reinlegen. So. Dann holen wir jetzt noch ein paar Eier aus Freilandhaltung. So, Einkauf ist erledigt. Wir haben noch 1,5 Liter Wein mitgenommen. Jetzt geht's erstmal nach Hause. Ja, das war's dann auch schon soweit vom Markt in Porridge. Wir werden euch nachher noch zeigen, was wir alles gekauft haben. Aber jetzt geht's erstmal nach Hause frühstücken. Man sieht sich.
Soll ich das halten? Den Zettel? Ja. So. Wir fahren jetzt erstmal zum Bezahlautomaten. Der war nämlich ordentlich weit weg. Weil die ganzen Tüten einfach zu unhandlich waren. Die waren so schwer. Na, junger Mann, uns entschieden erstmal. Du darfst hier doch nur links rum. Meine Schwiegermutter ist wieder alles am Kommentieren. Hast du mit dir geredet? Nee, der vor uns, der vor. Nee, sie hat nur den Superb kommentiert. Ach so. Ja, hier muss man echt aufpassen. Vor allem auf Fußgänger, die einfach vogelfrei über die Bahn stratzen. Ja, aber hier ist auch eigentlich nur 10 km/h auf dem Parkplatz. Eigentlich sollte man hier sehr langsam fahren. Hält sich nur so gut wie leider keiner dran. Oft stehen sie hier auf dieser kleinen Straße, stehen viele und parken oft, wenn man nachmittags hier ist. So dritte Reihe Parking aufmachen. Ja. Beliebtes Hobby. Da vorne haben wir auch so ein breites Pferd. Und da vorne ist eine Cocktailbar. Da kann man abends beim Sonnenuntergang sitzen und das Meer gucken. Und da sieht man jetzt auch schon die Kassenautomaten. Der Herr vor uns macht das auch. Stellt sich hier hin. Früher war ja auch mal eine Fläche, dass man extra sich da abstellen konnte. Dass man da bezahlen kann. So, er hat bezahlt. Hat den langen Kassenbon. Er muss erstmal das Geld wegsortieren. Das ist aber auch immer ein Scheinegetümmel hier. Das hast du nicht als Kassenbon gekriegt, oder? So, wir haben für die Zeit des Parkens sage und schreibe 10 Kuna bezahlt. Was eigentlich ein fairer Preis ist. Ja, ich glaube, es ist 10 Kuna die Stunde. Und das Praktische ist, hier werden die Kennzeichen erfasst. Die stehen auf euren Parkarina-Karte mit drauf. Wenn man dann bezahlt, wissen sie, dass es zu eurem Kennzeichen gehört. Und dann kann man theoretisch einfach aus der Ausfahrt rausfahren, weil da sind kleine Kameras, die euer Kennzeichen aufnehmen. Und dann werden wir jetzt mal sehen, ob das heute wieder funktioniert. Hat nämlich auch schon mal nicht. Da hat man aber auf dem Kassenbon extra einen Barcode drauf, den man einscannen kann. Das einzig Tückische ist, je nachdem, wo man lang will, sollte man sich die Spur aussuchen. Da wir links rum wollen, nehmen wir auch den linken. Ja, im Notfall kann man sich da vorne noch sortieren. So, es hat funktioniert. Einfach aufgegangen. Wenn ihr euch mal vertut beim Rausfahren, direkt rechts rum ist ein Kreisverkehr. Auf beiden Seiten ist tatsächlich ein Kreisverkehr. So. Also, das Drehen ist hier kein Problem. Und wir fahren jetzt nach Hause. So, inzwischen sind wir wieder zu Hause angekommen. Das im Hintergrund ist der Herd. Meine Schwiegermutter macht für den Hund noch eine Kleinigkeit fertig. Und ich zeige euch jetzt mal, was wir für knapp 224 Kuna alles bekommen haben. Prost, ihr Lieben. Prost.
scheiße. Kann ich nicht empfehlen. Oh, schmeckt furchtbar. Und der zweite Schluck macht es schlimmer. Hm? Probier mal. Ich nehme die Nara und ein Glas. Ich glaube, wir fahren heute Abend aber nicht Wäsche waschen, wenn wir so viel Alkohol trinken. Willst du Nara nur pur? Nee, ich habe hier. Achso, davon ist ja auch noch. Wir trinken ja so viel Alkohol. Erst essen? Da ist ein guter Wein drin. Hast du die ganze Flasche da reingekippt? Ja, ihr habt den sowieso das noch reinkippen. Soll ich den wieder schön machen oder? Was schön? Das Getränk. Ja, mach schön. Ja, dann bräuchte ich einen Messlöffel. Was trinkst du, Christian? Was trinkst du? Brauchst du ein? Willst du auch ein? Ja. Das schmeckt nicht, ne? Ich frage mich gerade, wie die darauf kommen, dass das hier Tequila Sunrise sein könnte. Das ist auf jeden Fall ordentlich alt. Also ich merke, dass der warm wird. Da schwimmt was drin rum. Braucht auch noch einen Schwall, ne? Ja. Am besten zwei. Ich bin ja mal auf meinem Blue Laguna gespannt. Mir schmeckt wahrscheinlich genau der Schein. Oder ein Tequila Sunrise. Sieht immer toll aus. Ne? Ja, das ist immer so schade, dass man so schnell. Ne, der bleibt da liegen. Was denn? Ja, ich kann die Flasche mitnehmen. Und was, wenn ich neu brauche? Nimm mal die volle Flasche, glaube ich. Nimm mal die volle Flasche. Welches Glas möchtest du? Ist dir egal? Nee, egal. Bitte schön. Oh, hier, ich habe so ein Haar. Ich glaube, ich kann euch gleich Mutfilm geben. Wir starten die Aufnahme. Ich bin schon. Prost! So, wohl. So, und jetzt macht man das Kunstwerk wieder kaputt. Aber es schmeckt so gut. Oh Gott, oh je. Das sind diese Pappstrohhalme. Die bringen das so... Zum Ballon? Ja, zum Schäumen. Bei der Videoaufnahme sind ja immer so komisch. Auf dem Kamera. Mhm. Muss ich jetzt wieder komplett zurücknehmen. Den Zoom. Ach, das Handy auch. Ich stelle das mal hier. Kleinen Moment dauert es. Wir haben Hunger, Hunger, haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Durst. So viele. Ja, hallo, das ist ja noch drin. Ich will keinen Sashimi. Ich auch nicht. Jetzt war einmal eine Muschel, oh, das war so eklig. Nie meine Welt. Also Fisch ja, aber nicht. Druckmuschel. Oh, das war so eklig. Eigentlich du denkst, lecker. Das ist super fest und dann beißt du da rein und es glibbert dir nur im Mund rum. Oh. Lässt sich ohne Hände. Also ich möchte nicht wissen, wie aus das schmecken. Das ist, oh, nee, es muss noch schlimmer sein. Glibberig. Dann kannst du auch die Quallen futtern, die da heute rumgeschwommen sind. Die haben übrigens geglitzert. Aber das kann die Kamera nicht aufnehmen. Da ist die Kamera zu schlecht für. Finde ich sowieso ein Witz. Also eine habe ich gesehen, die hat so blau geglitzert. Doch, ich würde die gerne gegart essen. Wie die Asiaten das machen. Ja, auch gratinierte, ne? Nee, die Asiaten dämpfen die. Ja. Die würde ich gerne probieren. Dann ist es ja fest. Ja, sonst ist es ja nur salzig. Und zitronig. Ja. Ich glaube, die machen auch eine Zitrone drauf, damit sie das lecker finden. Hm, da kannst du auch Zitrone essen. Weißt du, so... Zitrone ist aber nicht salzig. So, Amüsgel aus der Küche. Brot mit Butter. Aber istrianische Butter. Ja, istrianische Butter, istrianisches Brot. Kroatische Butter.
Ja, ich glaube auch kroatisch wahrscheinlich, ja. Ich habe hier noch keine Kühe stehen sehen. Nee, das stimmt doch. Was? Ja gut, die werden im Landesinneren stehen. Ja, die werden irgendwo stehen, wo Wiese ist und keine Olivenbäume. Was denn? Wäre auch ein bisschen teuer. Das sind Lavendelkühe, die Lavendel futtern und dann nach Lavendel riechen. Es gab übrigens sehr günstig Lavendel auf dem Markt, Holke. Okay. So säckeweise. Ja, hätte man sich schön so Lavendelkissen nähen können. Ich kann auch nicht nähen. Mit den nicht vorhandenen Nadel und Faden. Ja, zu Hause. Ja, die waren ja schon im Sack. Sicher, ich nehme einen Sack Lavendel mit nach Hause. Der XL-Sack, das war so ein Säckchen. Viel günstiger als ein Robin. Ich dachte, ihr sprecht da so von richtigen Säcken. Nein. Aber der große war halt so. So viel Sud. Gib mir den wieder zurück. Ja. Ich hab keinen Schaumlöffel hier. Habt ihr gehört? Schaumlöffel mitnehmen, wenn ihr den braucht. Und große Schüssel. Also so, für Suppen. Wenn man das braucht. Ja. Die sind heiß. Das ist aber nur heiß. Dann trinke ich mir noch was. Ich sehe gerade die schöne Deko. Und das Ergebnis von unserem Einkauf heute. Heute gibt's Busche. Und nein, nicht rheinländisch. Istrianisch. Wahrscheinlich eher andalus oder so. Ich würde eher sagen Freestyle. Verschnauze. Ja. Und wie ihr seht, alles aufgefuttert. War sehr lecker. Mama hat super gekocht.